Ja, herzlich willkommen. Heute die Folge 1871, die Folgen der Reichsgründung und deren Auswirkungen auf Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Meine Hoffnung besteht darin, dass ihr nach dieser Vorlesung ein wenig mehr Erleuchtung in Bezug auf den Anschluss der Semester Q1 und Q2 habt, weil uns ja da aus Zeitgründen immer irgendwie so ein Loch entsteht zwischen den Revolutionen, möglicherweise dem Industrialisierungsprozess und dann dem Beginn der Weimarer Republik und der Zeit des Nationalsozialismus, weil wir so wenig Zeit haben, uns mit dem Kaiserreich zu beschäftigen. Das Kaiserreich nun selbst hinterlässt aber genau den Personenkreis, der am Ende verantwortlich ist für die Geschichte der Weimarer Republik, und ohne dass wir die verstehen, verstehen wir auch wenig über den Beginn der Demokratie in Deutschland. Und das wäre halt verheerend, wenn wir ordentliche historische Kontexte nachher schreiben wollen. Und deswegen heute diese Vorlesung. Die Vorgeschichte des Kaiserreiches könnte man ganz lang erzählen. Aber ich würde mich gerne jetzt beschränken, tatsächlich auf den Versuch der Parlamentarier 1849, Friedrich Wilhelm IV., den preußischen König, damals die Krone eines potenziellen Kaiserreiches anzubieten. Der hatte damals, wie wir wissen, abgelehnt, weil an der Krone der Ludergeruch der Revolution zu hängen schien. Schlicht und ergreifend war ihm die Art der Legitimation ungeheuer. Das hatte sich ja dann später, werden wir gleich gucken, erübrigt. Und der Gründungsprozess des Deutschen Kaiserreiches wird eben eine, ob nun Revolution zu nennen oder einen Prozess, von oben gesteuert. Die Voraussetzung dafür war, dass Preußen militärisch sehr stark wird. Das hat Bismarck in einer Heeresreform auch mit Übergehung des preußischen Parlaments durchgesetzt, dessen Ergebnisse dann dazu führen, dass die Deutschen in dem ersten Einigungskrieg gegen Dänemark erfolgreich waren, später dann 1866 die Preußen bei der Ausschaltung Österreichs als Hauptkonkurrent innerhalb Deutschlands, dessen Wirkung dann den Deutschen Bund von 1815 auflöste und an seiner Stadt 1867 den Norddeutschen Bund schuf unter preußischer Führung. Das ist, wenn man so will, die Vorlage für sowohl verfassungsrechtlich als auch von der Gewichtung Preußens her für das spätere Kaiserreich. Und natürlich die wichtigste Voraussetzung war im kontinentalen Blickfeld die Ausschaltung Frankreichs, erbittertster Gegner der Reichseinigung in Mitteleuropa unter preußischer Führung. Und dieser deutsch-französische Krieg ist definitiv durch die Außenpolitik Bismarcks geschaffen worden, der nicht zuletzt durch diese sagenumwobene Emser-Depesche den französischen Kaiser dazu reizt, den Preußen den Krieg zu erklären. Mit Hilfe dieser Kriegserklärung war es Bismarck nun möglich, die deutschen Fürsten, ähnlich wie man das in der Tradition meinetwegen der Völkerschlacht bei Leipzig 1813 hatte, die deutschen Fürsten zu einer gemeinsamen Aktion gegen Frankreich an die Waffen zu rufen und in Deutschland natürlich einen Verteidigungskrieg zu proklamieren, die deutsche Bevölkerung für diesen Krieg zu gewinnen. Das ist bei Kriegen nötig, denn den Blutzoll zahlen ja natürlich die Menschen, das Volk. Und deswegen war das außenpolitische Vorgeplänkel für diesen Krieg gegen Frankreich so wichtig, an dessen Ende dann tatsächlich am 18.01. die Kaiserproklamation in Versailles steht. Dieses Datum hat
eine große Symbolik, also nicht zuletzt, weil die Gründung des Kaiserreiches ja, wenn man Geschichtsschreibung sich anguckt, immer wieder mit dem 18.01. verbunden wird. Aber das hatte für Preußen auch eine wichtige Tradition, denn am 18.01.1701 krönte man ja damals den preußischen Kurfürsten Friedrich III. Zum König Friedrich I. in Preußen. Und insofern war dieses Datum sehr wichtig, um dieses neue Ergebnis, das Deutsche Kaiserreich, dann symbolträchtig sozusagen zu gründen. Über den Ort der Kaiserproklamation spreche ich gleich. Der Vollständigkeit halber muss man natürlich noch sagen, dass eine juristische Form der Reichsgründung erst mit der Verkündung der letztlichen Reichsverfassung abgeschlossen war am 4. Mai 1871. Die hatte man damals mit mehreren Versuchen erst so zustande gekriegt, wie sie dann für die Fortdauer des Kaiserreiches bis zum Oktober 1918 gegolten hat und zurückdatiert, also zum 01.01.1871 in Kraft treten lassen. Ich würde ein paar Worte über den Ort der Kaiserproklamation verlieren. Das ist im Herzen Frankreichs das Schloss Ludwig des 14., also ein, man könnte sagen, nationales Heiligtum der Franzosen. Und hier nun ausgerechnet das Deutsche Kaiserreich auszurufen, das in Frankreich so unpopulär wie kaum etwas anderes ist, grenzt natürlich an eine Beleidigung, einen großen Fauxpas gegenüber Frankreich, dokumentiert vielleicht hier schon den beginnenden Größenwahn, diesen übersteigerten Patriotismus, der dann am Ende eine Ursache dafür sein wird, dass 1914 Europa wieder in den nächsten Krieg stürzt. Welche Absichten da noch dahinter stecken, ob das Ungeschicklichkeit ist oder tatsächlich Realitätsferne, einen Kriegsgegner so langfristig zu beleidigen, das würde ich jetzt hier ungern beurteilen, weil das ein extra Fenster ist, was wir hier öffnen müssen und uns ganz viel Zeit kostet. Aber die Tatsache, dass der Personenkreis der Franzosen, die das nun vielleicht als junge Männer miterleben müssen, die Demütigungen, also nicht nur durch den Ort der Proklamation, sondern auch die Umstände, nämlich dass Frankreich Reparationen in großer Höhe zu zahlen hat, dass sie Gebiete verlieren, also die Demütigung nicht vergessend, dann im Alter tatsächlich dazu beitragen, dass Frankreich 1914 versucht, diese Scharte in ihrer Außenpolitik und in dem Standing auch der Franzosen auf dem Kontinent wieder rückgängig zu machen. Die wichtigste Person, man würde nun natürlich sagen, klar wäre das der Kaiser hier, Wilhelm der Erste, der tatsächlich gekrönt ist, glaube ich, ist Bismarck, hier in der weißen Uniform stehen. Tatsächlich auch der Vater des Kaiserreiches und als späterer Reichskanzler, damals noch preußischer Ministerpräsident, ist tatsächlich die Person, die im Gegensatz zu dem, der hier gekrönt wird, tatsächlich eher die Fäden gezogen hat und vielleicht auch wirklich der wahre Verfechter und mit Herzblut dieses Kaiserreich gründen will. Wilhelm der Erste. Von seinem Charakter her ist wahrscheinlich der, der so aus eigener Staatsräson und vielleicht aus Erziehung und Einsicht unter Umständen diese Kaiserkrone dann annimmt, und Bismarck eher der treibende Keil. Wir sehen hier eine ganze Reihe von anderen Personen. Ich will nicht auf alle eingehen. Das ist der spätere Kronprinz, Friedrich III., der für wenig Tage dann im Jahr 1888 Kaiser wird, bevor er relativ schnell stirbt und dann Wilhelm II.
den Platz frei macht. Und wir haben hier zum Beispiel noch den Moltke, das wird der Generalstabschef in Kaiserreich sein, also eine Reihe wichtiger preußischer Offiziere. Man sieht hier, die heben so ihre Pickelhauben nach oben, also eine gewisse Form von Begeisterung, die in der Generalität tatsächlich herrscht über die Tatsache, dass sich hier nun das Kaiserreich bildet. Und wir haben natürlich auch eine Reihe von Personen, die nun, ob das der Künstler hier beabsichtigt hat, das ist der Herzog von Baden zum Beispiel, der vielleicht nicht ganz so mit Begeisterung hier reinguckt. Ich versuche es nachher nochmal kurz zu erläutern, weil die Gründung des Kaiserreiches, außer wenn wir jetzt uns die preußische Geschichte angucken, nicht unumstritten gewesen ist. So dass natürlich, das ist ein Auftragswerk, die Euphorie, wenn man sich das hier anguckt, bei diesem Bild im Vordergrund steht, aber vielleicht hat der Künstler hier tatsächlich auch berücksichtigt, dass es vielleicht auch die eine oder andere, nun sagen wir mal, nicht Missstimmung, aber Ambivalenz gegeben hat, wenn es darum ging, dieses Kaiserreich zu krönen. Wenn wir uns die Karte angucken, sieht man, das fällt hier natürlich als erstes auf, dass der Anteil Preußens an diesem Kaiserreich nun eindrucksvoll der größte ist, das größte Land, das dann im Kaiserreich existiert. An Preußen geht nichts vorbei. 62% der Bevölkerung leben in Preußen. Demzufolge wird sich das Gewicht Preußens im Kaiserreich auch zeigen. Ich zeige es euch nachher nochmal an der Verfassung. Von den vielen kleineren Staaten, die 1867 sich dann schon nördlich des, sagen wir, Weißwurst-Äquators in dem Norddeutschen Bund wiederfinden, wird man im Allgemeinen Zustimmung erlangen, aber besonders schwierig ist es eben zum Beispiel in Bayern. Die Bayern selber unter ihrem König Ludwig II., der ja an sich so von seinem Charakter her vielleicht doch eher der Schöngeist gewesen ist, sich möglicherweise gerne um andere Dinge hat kümmern wollen als um die große europäische Politik, der tendiert halt tatsächlich möglicherweise wegen familiärer Verbindung und so weiter, eher tatsächlich mehr zu Österreich. Dasselbe wird also auch in Baden oder meinetwegen vielleicht auch in Württemberg der Fall sein, dass die Fürsten selber nicht so gerne in den Norden gucken und diese preußische Dominanz spüren, tatsächlich die den Eindruck erlangen, dass ihre Rolle in den eigenen vier Wänden sozusagen preußisch dominiert zu werden, also zumindest mit Skepsis angucken. Da spielen die Württemberger vielleicht nicht so die besonders komplizierte Rolle, aber bei den Bayern ist es tatsächlich so. Die Bayern werden durch das eigene Parlament, wenn man so will, dazu gedrängt, sich der preußischen Führung in diesem Reich anzuschließen. Zähneknirschen stimmt dann der König zu und da wird mit Sicherheit auch mit Bestechung und mit Sonderrechten für Bayern innerhalb des Kaiserreiches geworben, bis der dann am Ende tatsächlich mitmacht. Das ist kompliziert genug. Vielleicht ist es auch eine Mentalitätsfrage. Wir Preußen sind ja in Bayern bis zum heutigen Tag manchmal noch nicht so gern gesehen, also vielleicht als Touristen, aber wenn man sich dann halt niederlassen würde, da gilt man wahrscheinlich heute noch bis in die vierte Generation als Saupreis. Und das mag auch mit anderen Dingen zusammenhängen, die uns jetzt hier nicht so berühren sollen. Aber wie gesagt, beeindruckend ist halt die Dominanz Preußens in diesem Kaiserreich. Und wenn man jetzt mal eine Europakarte uns angucken, wenn wir eine Europakarte uns angucken wollen, machen wir nachher nochmal, wenn es um die Außenpolitik geht, dann sieht man schon, dass diese Gründung dieses Reiches in der Mitte Europas die ganze Statik des Kontinents tatsächlich maßgeblich verändern wird.
Die Verfassung des Reiches, wie gesagt, erst so sukzessive zu der geworden, die wir dann tatsächlich bis Oktober 1918 haben, dominiert natürlich durch das Staatsoberhaupt, den deutschen Kaiser, der zugleich König von Preußen ist. Diese Personalunion ist sehr wichtig und wird zu jeder Zeit die preußische Dominanz in diesem Kaiserreich festhalten. Das geht jetzt weiter damit, dass sowohl der Ministerpräsident von Preußen als auch der Reichskanzler, in der Regel auch ein und dieselbe Person, den Vorsitz in der ersten Kammer dieses Reiches innehat, der Bundesrat, wenn man so will, die Länderkammer, diese föderale Institution, in der alle wichtigen Entscheidungen getroffen werden, die der dominante Teil der Legislative, der Bundesrat, kommt streckenweise. Man sieht es hier, wenn man sich mal anguckt, wie die preußische Regierung zustande kommt, halt durch ein ungleiches Wahlrecht, wo also durch dieses Zensuswahlrecht, das die oberste Steuerklasse vielleicht repräsentiert, 5% der Bevölkerung, trotzdem 33% der Sitze in dem preußischen Parlament innehat. Also ein ungleiches oder oligarchisches Wahlrecht ist und die Vertreter dann tatsächlich den Bundesrat dominieren, der bei allen wichtigen Gesetzen natürlich zustimmen muss, nicht? Wir sehen es hier, die Legislative ist eine gemeinsame zwischen dem, wie gesagt, oligarchischen Bundesrat und dann dem, man kann hier sagen, so halbdemokratischen Reichstag, der wird gewählt. Das ist schon sehr fortschrittlich durch allgemeines gleiches geheimes Wahlrecht, nun allerdings eben immer noch nur für Männer. Da kann man sagen, ja, zu seiner Zeit war das, weil Gesellschaft halt auch noch sehr patriarchalisch geprägt war. Und wir wissen ja, dass in der Schweiz beispielsweise bis in die 70er Jahre oder Anfang der 80er Jahre, glaube ich, schafft das letzte Kanton dann erst Frauenwahlrecht einzuführen. Also da sind die Preußen jetzt vielleicht 1871 durchaus als fortschrittlich zu bezeichnen, dass sie halt so ein Wahlrecht haben. Aber man muss halt schon sagen, es ist halt erstmal noch kein vollendetes demokratisches Wahlrecht, wie gesagt, weil die Frauen fehlen. Über Wahlalter kann man sich streiten, aber dieser Reichstag als Ausdruck des demokratischen Elements im Reichstag ist eben nicht vollständig und das wichtigste legislative Organ, weil sie sich halt immer mit diesem oligarchischen Bundesrat bei den wichtigen Entscheidungen auseinanderzusetzen haben. Nicht? Über den Bundesrat lässt sich den Parlamentariern auch wunderbar drohen. Wir gucken uns nachher die eine oder andere Situation an, wo das tatsächlich so stattgefunden hat. Und am Ende ist natürlich tatsächlich die Dominanz Preußens über den Reichskanzler in Bezug auf die Reichsregierung zu spüren und das Allerwichtigste dann in Bezug auch tatsächlich auf den Ersten Weltkrieg ist die Tatsache, dass der deutsche Kaiser, also der Staatsoberhaupt, den Oberbefehl über die Armee hat. Anders als heute beispielsweise die Bundeswehr, die also eine Parlamentsarmee ist, ist hier tatsächlich das Staatsoberhaupt derjenige, der diese wichtigen außenpolitischen Entscheidungen dann zu treffen hat. Wenn man jetzt ein bisschen weiter noch denken und üben will, wäre eine schöne Aufgabe, dass man halt die Verfassung des Deutschen Reiches von 1871 dann mal mit dem Vorschlag vergleicht, den man 1849 in Frankfurt hatte oder dann später mit der Weimarer Republik oder mit der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Da wird man eine Reihe von Parallelen feststellen, aber natürlich auch ganz wichtige Veränderungen. Interessant wird für uns werden der Vergleich zwischen Kaiserreich und der Weimarer Republik. Da gibt es eben tatsächlich ein paar sehr kontinuierliche Teile, die dann am Ende dazu führen werden, dass die Weimarer Republik von Anfang an zumindest das Scheitern als Potenzial in sich birgt. Aber das gucken wir uns natürlich dann in der Zeit des Semesters 2
an. Die Probleme, die dieses Kaiserreich zu bewältigen hat, will ich jetzt hier erstmal ganz kurz zusammenfassen und sie am Ende im Einzelnen erklären. Das erste Problem, ich hatte das vorhin schon mal bei dem Blick auf die Karte und bei den beteiligten Personen an der Kaiserproklamation angedeutet, war die Integration aller Teilstaaten. Dass Preußen dieser überragende Staat bleibt, das ist unbestritten und selbst in Süddeutschland sieht man das ein. Aber Integration ist natürlich ein Prozess, der am Ende dazu führen soll, dass die Staaten sich also tatsächlich auch integriert fühlen. Also keine plakative Integration. Wir gehören jetzt alle zum Geltungsbereich der Verfassung, sondern auch eine gefühlte Integration. Wir sind gerne Deutsche. Möglicherweise ist Integration erst dann abgeschlossen, wenn die Frage nach der Herkunft tatsächlich so beantwortet wird: Woher kommst du? Ich komme aus Deutschland und nicht ich komme aus, meinetwegen aus Bayern oder aus Preußen oder aus Sachsen, sondern tatsächlich die Integrations Formel dann eben lautet, man sieht das große Gebilde als Heimat an und weniger sozusagen die regionale Rolle. Nicht, wenn wir, um mal jetzt ganz kurz was anzudeuten, eine Europäische Union vollenden wollen, ist ein sehr schöner Indikator dann in der Situation, dass man meinetwegen in Australien gefragt wird, woher kommst du? Und die Antwort lautet dann eben aus Europa und nicht aus Deutschland. Und dann wäre das sozusagen auch eine gefühlte Integration. Also dieser Job ist hier auf jeden Fall zu machen. Zum Zweiten haben wir noch so ein konfessionelles Problem. Das betrifft tatsächlich die Süddeutschen, wo der Bevölkerungsanteil, der katholische Konfession hat, natürlich mit dem eher protestantisch geprägten Norden auch kulturell das eine oder andere Problem hat. Dazu kommt, das schauen wir auch nachher gleich nochmal, die Rolle, die Bismarck und die katholische Kirche insgesamt so spielt. Das wird eine Baustelle sein. Die Sozialdemokratie wird skeptisch sein. Nun ist sie noch nicht so alt, nicht? Wir wissen ja, 1863 bzw. 69 zunächst mal gegründet, aber von der Idee, wie wird die Lage der Industriearbeiterschaft in dem neuen Kaiserreich aussehen, wird man das eine oder andere Scharmützel mit der Sozialdemokratie auszufechten haben. Keine Frage, Außenpolitik. Wir haben diverse Machtzentren in Europa, also nicht zuletzt Frankreich, Großbritannien, Russland ist ein ganz großes Thema, das Osmanische Reich, Italien möglicherweise, die Amerikaner spielen noch nicht so eine Rolle. Wir wissen ja, dass die in den 60er Jahren mit sich selbst zu tun haben, so Sezessionskriege, wo es um die Stabilität der USA selber geht, aber potenziell spielen die Amerikaner natürlich im Ende des Kaiserreichs eine Rolle, aber hier wird man halt gucken müssen, wie sich dieses neue Machtgefüge in Europa entwickeln wird. Und bei der ersten Frage, nämlich Integration aller Teilstaaten, ich hatte das jetzt hier schon mal kurz eingeblendet, gucken wir mal als erstes bitte auf die Karikatur. Die kommt aus Österreich und sagt, da müsste man jetzt keine anderen Indizien mehr mit hinschreiben, eigentlich alles, nicht? Die Deutschen werden unter die preußische Fuchtel genommen. Hier symbolisiert durch die preußische Pickelhaube und unter diesen Deckel werden nun die Deutschen mit starker Faust gezwungen. Das ist die österreichische Sicht auf die Integration aller Teilstaaten, aber sie ist natürlich ein kleines bisschen subtiler als halt der österreichische Karikaturist, das jetzt in dieser Form darstellt, aber wir wissen ja, dass die Karikaturen natürlich überspitzen müssen und de facto ist es tatsächlich so. Dieses Deutschtum, die Deutschen selber stehen unter der preußischen Fuchtel und die preußischen Tugenden, die werden tatsächlich für Deutschland irgendwann mal im Ausland als Symbolik anerkannt und da ist es völlig egal, ob da jetzt ein Bayer oder ein Westfale, gut, die sind ja Preußen, aber also ein Württemberger oder ein Sachse mit gemeint ist, sondern diese preußischen Tugenden, die man den Deutschen nun im Verlaufe des Kaiserreichs irgendwie einprügelt,
die werden im Ausland halt so als typisch deutsch angesehen. Und da merkt man schon, dass die Preußen in den ganzen deutschen Landen schon eine gewisse Form von Erziehungsarbeit hier geleistet haben. Der wichtigste Kitt unter den deutschen Teilstaaten ist tatsächlich Nationalismus. Die Schwierigkeit, Nationalismus überhaupt beurteilen zu können und den Wandel, den Wertewandel von Nationalismus im 19. Jahrhundert, den müssen wir verstehen, damit wir so wenig Ungerechtigkeiten wie möglich in der Wertung bestimmter Ereignisse oder in der Wertung bestimmter Entscheidungen vollziehen, dass wir gerecht bleiben. Nationalismus am Anfang des 19. Jahrhunderts ist durchaus eine fortschrittliche Geisteshaltung, die dazu führen soll, dass nun endlich nach 1000 Jahren Heiliges Römisches Reich deutscher Nation vielleicht hier ein tatsächlicher deutscher Nationalstaat entsteht und durchaus förderlich, weil sie sich gegen die Fürstenherrschaft richtet. Nationalismus mutiert im Laufe der Zeit über Patriotismus hin zu einem extremen Nationalismus, vielleicht zu Chauvinismus, also dass man die anderen als schwächer wähnt, als weniger wertvoll als man selbst. Da hat sich Weizsäcker mal schön geäußert, also unser ehemaliger Bundespräsident, mit der Formel: Patriotismus wäre, wenn man die eigenen liebt, und Nationalismus wäre, wenn man die anderen hasst. Das ist vielleicht 1871 noch nicht so heftig wie dann 1914, aber die Tendenz ist angedeutet. Nationalismus wird also dann nicht nur in Deutschland, sondern in allen Teilen Europas eine destruktive Kraft, die aber, wenn man die Geschichte weiter zurück sich anguckt, durchaus erstmal eine fortschrittliche, nämlich gegen den Absolutismus gerichtete Weltanschauung gewesen ist. Die preußische Dominanz, darüber sage ich jetzt wenig, aber wichtig für Deutschland waren nun tatsächlich die einheitlichen Rahmenbedingungen. Unabhängig davon, Geltungsbereich von Gesetz, aber nun hatten wir durch den Deutschen Zollverein von 1834 ja schon eine Harmonisierung von Maßen, Gewichten und teilweise eben auch die Währung. Aber Geltungsbereich von Gesetzen, Bestimmungen, gerade in Bezug auf die Industrialisierung, auf den Bau von Eisenbahnen, auf Gründung von Betrieben, ein gemeinsames Recht, also Aktiengesellschaften gründen zu können und so weiter und so fort, ermöglichte halt in diesem jungen Kaiserreich einen unsagbaren Aufbruch, eine Euphorie darüber, dass Einheit als Wert für die Deutschen anerkannt wird und tatsächlich dazu führt, die Identifikation mit dem Staat herzustellen. Ob da nun die Währung oder nur die Möglichkeit, mit Hilfe der Währung gemeinsame Projekte machen zu können, das Wichtigste ist, will ich hier nicht beurteilen. Der Wirtschaftsboom, der folgt, wir kennen den unter dem Begriff Gründerjahre, wo wir Wirtschaftswachstumszahlen von 20% und mehr in einigen Regionen haben, wo unsagbar viele Unternehmen gegründet werden, wo gebaut wird, wo wir keine oder kaum Arbeitslosigkeit haben, wo man schon so die Formel gestreut hat, Marx wäre widerlegt, der führt natürlich auf jeden Fall zur Identifikation. Wir sehen das ja dann noch einmal in den 50er Jahren in der Bundesrepublik, wo das Wirtschaftswunder ja auch dazu beiträgt, die Identifikation mit dem Staat zu fördern, und das haben wir hier auch. Nicht, dass das 1873 dann recht abrupt endet und bestimmte Ressentiments wieder in den Vordergrund stoßen, dazu sage ich gleich was. Die Verfassung selbst, ein einheitliches Recht, das hatte ja schon, meinetwegen gucken wir ins Römische Reich, also 1500 Jahre vorher, rein
auch schon dazu beigetragen, identifikationsstiftend zu sein. Und so integrieren wir die Menschen als auch, also juristisch betrachtet die Staaten, aber die darin lebenden Menschen unter dem Eindruck einer nationalen Einheit dann tatsächlich. Militärischer Schutz wird immer eine Rolle spielen. Sicherheit ist ein ganz wichtiges Bedürfnis des Menschen, das schon an, wenn wir Maslow'sche Pyramide uns angucken, schon an dritter Stelle kommt. Nicht den Eindruck zu haben, ich bin aufgehoben, mir kann hier wenig passieren, und das können die Deutschen unter der Führung Preußens hier nun tatsächlich gewährleisten. Außenpolitische Größe, eine Frage des Selbstverständnisses vielleicht, eine Frage auch des Lebensgefühls, was sind wir für ein Staat, wozu gehöre ich, ist das etwas Wichtiges, etwas Bedeutendes, das führt natürlich auch zur Identifikation. Das zweite Thema, die Auseinandersetzung zwischen Bismarck und der katholischen Kirche, ist nun etwas, was diesem Reich zu schaffen macht. Bismarck, darüber kann man, das wissen wir, heute durchaus geteilter Meinung sein, ist der wichtigste Verfechter der Idee, den Staat und die Religion komplett voneinander zu trennen. Der Dorn in seinem Auge ist der Einfluss des Papstes über die katholische Kirche, möglicherweise über die Zentrumspartei in die deutsche Innenpolitik. Das ist für Bismarck ein No-Go, und er versucht nun hier, jetzt in der Geschichtswissenschaft beschrieben als sogenannten Kulturkampf, die katholische Kirche loszuwerden oder zumindest den politischen Einfluss und sie dahingehend zurückzudrängen, dass sie eine religiöse Rolle selbstverständlich spielt, aber eben eine ausschließliche und keine sogenannte politische Rolle. Das ist ein Versuch, der am Ende, wenn wir alles zusammenrechnen, scheitern wird. Wir wissen das bis zum heutigen Tag, dass die katholische Kirche Einfluss auf die Politik in der Bundesrepublik 2018 hat. Keinesfalls einen so großen wie meinetwegen im Mittelalter, aber die Tatsache, dass sie Einfluss hat, dass es meinetwegen Unterricht in katholischer Religion gibt oder unsere Tradition in der Bundesrepublik Deutschland, zumindest in großen Teilen des Landes, immer noch von der katholischen Kirche bestimmt wird, deutet also an, dass das ein Kampf war, den Bismarck ambitioniert begonnen hat, aber den er nicht gewinnen konnte. Das war das große Thema, und das Finale deuten wir, wenn wir uns mal hier auf diese Karikatur besinnen. Das ist, soweit ich weiß, Simplicissimus, also eine Satirezeitung in der Zeit des Kaiserreiches auch, also ich glaube, geht sogar bis in die Weimarer Republik. Wir müssten mal kurz lesen, also einmal logischerweise Bismarck, zum anderen der Papst. Wenn wir hier mal kurz unten lesen, der letzte Zug war mir allerdings unangenehm, also spricht der Papst, aber die Partie ist deshalb noch nicht verloren. Ich habe noch einen sehr schönen Zug in petto. Und jetzt antwortet Bismarck, das wird auch der letzte sein, denn dann sind sie in wenigen Zügen matt, wenigstens für Deutschland. Nicht? Und was ihn dazu berechtigt, diese Drohung, charmant formuliert jetzt vielleicht, auszusprechen, ist die Tatsache, dass er hier, wir sehen so diese Symbole für Gesetze, benutzt, um die Figuren des Papstes hier nacheinander vom Spiel zu nehmen. Wir sehen hier schon interniert, also mit diesen Tiaras, also mit diesen Papstkronen ausgestatteten Figuren, die er hier schon kassiert hat. Und hier sieht man auf dem Stück, den
so eine Fahne mit Klostergesetz draufstehend, wo Bismarck also hofft, dass er mit der Veränderung der Rechtslage in Deutschland tatsächlich erreichen kann, den Einfluss der katholischen Kirche zurückzudrängen. Und die ersten Versuche, die er so unternimmt, waren nun tatsächlich auch geeignet, der katholischen Kirche das Leben schwer zu machen, wie zum Beispiel, dass man den Theologen ein Staatsexamen aufs Auge drückt. Da würde man aus heutiger Sicht zum Beispiel sagen, ja, das ist absolut korrekt, denn jeder, der sich hier mit Religion beschäftigt in diesem Land, wird sich der Tatsache unterordnen müssen, dass er zunächst mal auch mit Hilfe der Religion die Verfassungsordnung dieses Landes vertritt. Wir wissen ja, 2018, wir haben eine Diskussion, jetzt weniger um die Theologen, die aus der christlichen Religion kommen, aber eben Theologen, die möglicherweise jetzt über den Islam referieren. Da hätten wir gerne Zugriff, dass halt in den Moscheen die politische Idee gepredigt wird, die mit unserer Verfassung übereinstimmt. Und insofern hat Bismarck da halt einen Versuch unternommen, den Theologen dahingehend zu auszubilden, zum einen, als auch, naja, zu überwachen, dass er im staatsrechtlichen Sinne die Ordnung dieses Landes vertritt. Das kann man befürworten aus der heutigen Sicht. Solche Ideen gibt es ja tatsächlich. Dann Zivilehe, das kennen wir heute noch, das hat sich erhalten. Also das Standesamt, da wird jetzt nicht nur die Ehe eine Rolle spielen, aber das ist tatsächlich etwas, was wir brauchen, damit wir das Bekenntnis sozusagen nicht nur vor Gott haben. Das geht heute sowieso nicht mehr ganz so, also zu 100%, weil wir ja ganz viele Atheisten in der Gesellschaft haben. Aber die standesamtliche Ehe ist halt die Ehe selbst dann im staatsrechtlichen Sinne, was also meinetwegen Steuer Geschichten anbetrifft oder besondere Berechtigungen im Sinne von Erbrecht und so weiter erstmal ermöglichen. Das ist so eine Errungenschaft. Die Dinge, die jetzt kommen, also die katholische Kirche abhängig zu machen von den Zahlungen des Staates, also den Brotkorb, was jetzt die Transaktionen anbetreffen, dazu zu benutzen, der katholischen Kirche irgendwelche Zugeständnisse abzupressen, staatliche Aufsicht über Religionsunterricht, das wäre auch schon wieder so eine Geschichte, wo wir sagen, das stimmt natürlich mit dem hier überein, es ist sehr konsistent. Wir gucken uns an, was ihr in euren Schulen über Religion und über den Staat und über die Gesellschaft und so weiter alles sagt. Das ist nachvollziehbar. Würde man jetzt im Zusammenhang mit anderen Religionen als der christlichen bis zum heutigen Tag unterschreiben. Und hier geht es jetzt halt los mit Repressionen, Haft und Geldstrafen gegenüber Priestern oder Pfarrern, die sich halt an bestimmte Vorschriften nicht halten. Die Proteste innerhalb der Kirche oder auch der Gläubigen lassen natürlich nicht lange auf sich warten. Es gibt diplomatischen Ärger, die Beziehungen zum Vatikan werden abgebrochen. Das hat, wir kennen vielleicht noch die Geschichte des Bußgangs nach Canossa von Heinrich IV., nun allerdings 1077, nicht? Da liegt natürlich schon ordentlich Zeit dazwischen. Aber solche Dinge haben früher ja dazu geführt, dass ganze Staaten oder Staatssysteme ins Wanken geraten sind. Und hier in so einer Zeit, wo durch die Aufklärung natürlich die Rolle der Kirche im staatlichen Sinne ordentlich gelitten hat, spielt das erstmal keine Rolle. Das ist reines Kräftemessen, nicht? Wer wird denn hier am Ende das Rennen machen? Das Finale ist dann fast immer gleich und da sollte sich also jeder zukünftige Innenpolitiker mal angucken, wie das bei Bismarck gelaufen wird. Also auf dem Höhepunkt der Identifikation der Menschen auch mit diesem Land und das, was ich vorhin gerade gesagt habe, im Schwange eines übersteigerten Nationalismus führt am Ende die innerkirchliche Solidarität tatsächlich dazu, dass die Zentrumspartei hier, also spätere CDU, ja, Erfolge erzielt. Das ist nicht so, dass das dazu führt, dass der politische Arm des Katholizismus hier irgendwie
abgeschafft wird, sondern das Gegenteil kommt dazu. Und am Ende, ab 1878, muss Bismarck die eine oder andere Regelung tatsächlich zurücknehmen. Und das war ein gescheiterter Versuch, sozusagen den Katholizismus aus der Innenpolitik irgendwie auszuschließen. Wohl aber, wenn man jetzt mal für und wider abwägt, ist es natürlich der Gang in einen säkularen Staat, der wenig von der Religion politisch betrachtet beeinflusst wird, wo wir aber lernen, dass man die Religion nicht aus dem Staat irgendwie radieren kann. Nicht? Hitler hat ja später dann auch versucht, eine andere Kirche, eine deutsche Kirche irgendwie zu schaffen und ist damit natürlich auch grandios gescheitert. Für alle die, die jetzt also irgendwie im Hinterkopf haben, ja, man müsste hier im religiösen Sinne in unserem Staat irgendwie Veränderungen vollziehen, da sind vielleicht solche Dinge, die hier stehen, irgendwie eine gute Idee, aber darüber hinaus wird sich das also auf mittelfristige Sicht tatsächlich nicht ändern lassen. Das zweite große dramatische Auseinandersetzungsthema ist die Frage der Auseinandersetzung mit der Sozialdemokratie. Wir wissen ja, in den 60er Jahren, also zwei Parteien gegründet mit sozialdemokratischem Hintergrund, der ADAV unter Lassalle und die SDAP unter Wilhelm Liebknecht und August Bebel. Die gucken natürlich skeptisch auf die Lösung, die jetzt also juristisch betrachtet dieses Kaiserreich anbietet, registrieren aber natürlich zum Anfang durch diesen Boom die Tatsache, dass wir wenig bis keine Arbeitslosigkeit haben. Und man meint schon, dass die Ideen von Marx, also die Arbeiterklasse würde perspektivisch verelenden und das würde am Ende zu einer Revolution führen, sich damit auch die Sozialdemokratie erledigt hat. Aber das ist mitnichten der Fall, denn die erste zyklische Wirtschaftskrise nach so einem gigantischen Boom wartet, nämlich der Gründerkrach im Herbst 1873. Und hier tritt genau das auf, womit sich dieser Staat des Kaiserreiches wieder zu beschäftigen hat, nämlich die Frage, wie lösen wir die soziale Frage? Die steht immer noch, die ist kaum oder wenig spürbar irgendwie angegangen worden. Und auf der anderen Seite hat man natürlich Furcht davor, dass eine potenzielle Revolution, und wir wissen ja, wenn wir uns an unsere Revolutionstheorie angucken, dass die soziale Frage durchaus das Potenzial hat, eine Revolution vom Zaun zu brechen. Das merkt man ja dann in der Situation im Herbst 1918. Und diese Geschichte muss Bismarck nun versuchen zu lösen. Hier wieder karikaturistisch dargestellt, das Gespenst des Sozialismus geht um und Bismarck versucht hier nun mit aller Gewalt den irgendwie in die Kiste zu drücken und Deckel drauf und am liebsten nicht mehr sehen. Das ist für die Obrigkeit natürlich die absolute Horrorvorstellung, dass sich diese kommunistische Idee oder sozialistische Idee in der Gegenwart irgendwie breit machen könnte. Und diese ganze Geschichte von Sozialistengesetz und Gesetze über Sozialgesetzgebung, die spielen natürlich eine dramatische innenpolitische Rolle. Ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, haben hier wieder eine Karikatur. Und zwar geht es hier um Entscheidungsprozesse in der Innenpolitik. Bismarck bietet hier als Vorsitzender des Bundesrates oder Reichskanzler den Parlamentariern an, dass sie halt eine Entscheidung treffen müssen, nicht? Entweder löst der Bundesrat den Reichstag auf oder die Reichstagsmehrheit stimmt für dieses Bismarcksche Sozialistengesetz. Nicht? Das ist eine bittere Pille, die man hier schlucken muss und daran sieht man schon auch, dass hier wir keine Demokratie haben, sondern es Bismarck halt gelingt, tatsächlich das Parlament zu erpressen und die innenpolitische Wegbereitung, also wie kriegen wir jetzt Menschen dazu, einer Entscheidung zuzustimmen, bei
mit denen sie Probleme haben, nicht? Dafür haben wir eine ganze Reihe von Strickmustern auch quer durch die gesamte deutsche oder internationale Geschichte gezogen. Und die will ich mal jetzt kurz erläutern. Das Problem wird also tatsächlich nicht besser für Bismarck, weil sich 1875 in Gotha die beiden Arbeiterparteien zusammenschließen. Hier herrscht tatsächlich noch ein Geist in der deutschen Linken, dass sie schon merken, dass mit einer Zersplitterung von linken Parteien innenpolitisch wenig zu erreichen ist. Also insofern sind die inzwischen oder sind die damals weiter als unsere Linken in der Gegenwart, nicht? Die ja in mehrere Parteien zersplittert sind und sich wundern, warum die zu keinen Mehrheiten kommen, nicht? Wir wissen ja, dass Lafontaine, Wagenknecht, also in dem Falle kein Wunder, aber dass die inzwischen zu einer Idee sich aufgeschwungen haben, eine neue deutsche Linkspartei oder eine linke Partei oder ein linkes Parteienbündnis zu gründen. Und das hatte 1875 tatsächlich die Wirkung, dass Bismarck dieses Gespenst der Sozialdemokratie wegen der Größe und der Anzahl der Wähler innerhalb Deutschlands tatsächlich als solches identifiziert hat. Und nun gibt es halt, ach, da könnte man ja wieder in Verschwörungstheorien verfallen, ein Attentat auf den Kaiser, das man dann wie durch reinen Zufall den Sozialisten hier irgendwie anlastet. Es ist ganz komisch und ich will jetzt hier nicht lange drüber sprechen, dass in der Geschichte es manchmal einfach unglaublich gut passt, nicht? Also 1819 vor den Karlsbader Beschlüssen gibt es ein Attentat. Hier haben wir wieder ein Attentat. Der Reichstag brennt eben zufälligerweise Ende Februar 1933 und es passt halt so schön, nicht? Und unter dem Eindruck dieses Attentats auf den Kaiser, da stimmt jetzt tatsächlich der Reichstag auch für diese sogenannten Sozialistengesetze 1878 und die gelten immerhin 12 Jahre, nicht? Und hier wird ordentlich, also reingeknüppelt, Parteiverbote für die Sozialisten, ihre Zeitungen werden verboten. Das ist alles illegal, was da jetzt hier gedruckt wird. Dürfen keine Versammlungen, Demonstrationen mehr abhalten. Die gewerkschaftsnahen oder die parteinahen Gewerkschaften werden verboten und sie werden in die Illegalität gedrängt. Was hier allerdings passiert, ist halt das Gegenteil von dem, was der Bismarck sich gedacht hat. Durch die Illegalität wird die Opposition, ähnlich wie wir das jetzt bei der Kirche gesehen haben, die Arbeiterschaft solidarisiert sich. Die Illegalität hilft der Partei, Identifikationspartei zu werden, nicht? Wir haben ja manchmal die Situation, dass so die, ja, wie sagen wir jetzt, die Opferrolle tatsächlich bei den Menschen Sympathien hervorruft und das Finale der ganzen Geschichte hier vielleicht begünstigt durch die Tatsache, dass die Reichstagsfraktion der SPD nicht zu verbieten ist, weil die durch das Wahlrecht sozusagen ein parlamentarisches Mandat haben. Aber am Ende 1890, als das Sozialistengesetz dann nicht mehr verlängert wird, tatsächlich die stärkste Partei im Reichstag wird. Nicht? Also nach dem Verbot der ersten Wahl dann tatsächlich die dominierende Partei im Deutschen Kaiserreich wird. Nicht? Dass die Partei natürlich ganz viel Aktien daran hat, dass dieses Kaiserreich dann eben auch 1914 sich für den Ersten Weltkrieg entscheidet. Das steht noch auf einem anderen Blatt und zu beurteilen ist das für uns dann auch im Zusammenhang mit der Entstehung der Weimarer Republik. Und die SPD hat hier natürlich einen Entwicklungsprozess dann hingelegt, der sehr opportunistisch, sehr systemnah, sehr unkritisch gegenüber dem stattfindet, politisch betrachtet, was im Kaiserreich nun läuft. Und vielleicht hat es etwas damit zu tun, dass dieses Sozialistengesetz in einem Paket stattgefunden hat, nämlich mit der Sozialgesetzgebung.
wenn man so will, erfüllt der deutsche Staat die wesentlichen Forderungen der Sozialdemokratie, die von staatlicher Seite aus betrachtet die soziale Frage lösen sollen. Das heißt, hier macht nicht der Druck der Sozialdemokratie das modernste Sozialsicherungsgesetz der Welt, sondern das macht hier wieder der Staat. Also wieder ein Zeugnis von Revolutionen. Revolution ist ein schwieriges Wort, aber möglicherweise von Politik von oben, die wichtige Veränderungen herbeiführen und weniger der Druck von unten. Das haben wir in der Geschichte oft genug noch, nicht? Also da können wir dann in die Gegenwart gucken, nicht? Atomausstieg, nicht? Das machen die Konservativen beispielsweise, nicht? Und dann finden wir Entscheidungen, Arbeitsmarktreformen und andere Dinge, wo wir sagen, nicht der Druck von unten, sondern die Tatsache, dass die Eliten einsehen, dass es nicht anders geht, führt jetzt halt zu wichtigen Entscheidungen. Darüber will ich nicht weiter sprechen, aber im Falle dieser Sozialgesetzgebung haben wir halt wieder so ein Beispiel, dass die Obrigkeit, die Elite, die Entscheidungen trifft, die am Ende modern sind und es nicht sozusagen in der Druck der Bevölkerung ist. Das führt vielleicht in Deutschland tatsächlich zu dieser eigenartigen Mentalität, nicht? Diese Obrigkeitstreue, dieser Untertanengeist, der vielleicht durch diesen romantisch verklärten Blick auf die Allmacht des Staates dazu führt, dass der Deutsche irgendwie immer buckelt, weil der Staat ja am Ende seine Wünsche tatsächlich erfüllt. Und im Falle der Sozialgesetzgebung ist es so. Wie lösen wir denn nun die soziale Frage, nicht? Ja, und da geht es halt los. Das Unternehmen, da haben wir welche, nicht? Die anfangen, eigene Versicherungen zu bekommen, was Wohnräume anbetrifft, was Arbeitszeiten anbetrifft, was Arbeitsschutz anbetrifft. Das ist tatsächlich, fängt man an zu organisieren. Wir haben kirchliche Vorstöße über Armenfürsorge, Sozialfürsorge, Waisenhäuser etc. Und wir haben jetzt eben den deutschen Staat, der unter Bismarck mit diesem Sozialversicherungssystem kommt. Und die Werbekampagne hier steht in der ganzen Welt vorbildlich und unerreicht da. Das ist jetzt tatsächlich etwas, wo die Welt drauf guckt. Nicht? Deutsche Sozialgesetzgebung, Blaupause für andere Sozialsicherungssysteme, ist zur damaligen Zeit die beste Sozialsicherung weltweit, tatsächlich, nicht? Für die Amerikaner wäre das ja das schon hier heutzutage kaum undenkbar, nicht? Wenn der Obama hier mit seiner Obamacare-Versicherung kommt, dann schreit ja in den USA man heute ja schon fast, ja, das sei der Einzug von Sozialismus in diesem Land. Das haben die Deutschen hier schon 1885, nicht? Tendenz steigend, nicht? Und Invalidenfürsorge, Altersversicherung, Hinterbliebenenrenten und so weiter und so fort ist also ein fortschrittliches System, das im Verlaufe der also Kaiserzeit tatsächlich wächst und im Verhältnis zu anderen Ländern tatsächlich spitze ist. Nicht? Vielleicht ist es auch ein Identifikationsmittel, nicht? Nun erledigen sich hier über die Sozialversicherung ganz wichtige Forderungen der Sozialdemokratie. Und vielleicht ist das jetzt hier beschrieben, auch metaphorisch wunderbar, die Politik von Zuckerbrot und Peitsche dafür verantwortlich, also das Zuckerbrot jetzt hier die Sozialversicherung, die Peitsche das Verbot der Sozialdemokratie, dafür verantwortlich, dass die Deutschen diesem Staat Glauben schenken, Vertrauen schenken, ohne das nötige kritische Bewusstsein und deswegen vielleicht naiv in den Krieg 1918 hineinmarschieren.
Es wird nicht das einzige Indiz sein, aber es wird ein Indiz dafür sein, dass diese Identifikation mit dem Staat so grandios und so heftig und so doch einigermaßen unkritisch auch aus der Sicht der Sozialdemokratie ist, wie er eben war. Wenn wir ins Ausland gucken, dann ist ganz wichtig natürlich immer dann, wenn sich ein neuer Staat gründet, wie sichern wir den? Und zunächst ist das militärisch ja nicht besonders schwierig, denn Österreich besiegt, Frankreich besiegt, Großbritannien mit ganz viel verwandtschaftlicher Verbandelung und wahrscheinlich auch wegen der Konkurrenz oder der Jahrhunderte dauernden Konkurrenz zu Frankreich froh, dass die Franzosen vielleicht hier einen Dämpfer bekommen haben und Russland absolut rückständig mit sich selbst beschäftigt. Dass Bismarck also sagen konnte, nachdem dieser Staat gegründet ist, Deutschland ist fertig. Also er benutzt den Begriff saturiert, also die territoriale Ausdehnung Deutschlands ist abgeschlossen und das soll hier nun die Beruhigungspille für das Ausland sein. Nicht? Frankreich wird durch eine Reihe von Verträgen, ich zeige nachher noch eine Karte, politisch versucht zu isolieren. Man wird ein europäisches Bündnissystem entwerfen, das eine gewisse Stabilität aufweist, solange es hält. Wohlgemerkt mit dem ganz schwierigen Unterfangen, Frankreich zu isolieren. Das ist natürlich keine Blaupause für die Zukunft. Und immer dann, wenn solche Isolationsgeschichten entstehen, weiß man, dass das also eine Sogwirkung für spätere Auseinandersetzungen haben wird. Für die Zeit, die Bismarck zu verantworten hat, wird man, das gucken wir uns ja gleich nochmal an, sagen können, dass dieses Bündnissystem einigermaßen funktioniert. Er selbst sieht sich als Makler zwischen den Mächten. Es wird eine Reihe von Konferenzen unter deutscher Führung geben, wo die Deutschen, also vielleicht Interessensausgleich, für die Franzosen und die Briten zum Beispiel herstellen, was Afrika angeht, die sich ja da nicht einigen können und wir eine Reihe von auch Grenzstreitigkeiten und Krisen in Afrika haben. Und da spielt Deutschland halt so die Rolle des Maklers in der Außenpolitik. Das tut den Deutschen gut und wir werden dann im Zusammenhang mit der Abdankung Bismarcks ja auch sehen, dass man das im Ausland durchaus bedauert. Dass der, gibt es eine britische Karikatur, ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt hier noch irgendwo habe, später, wo man bedauert, dass der Bismarck weg ist, weil er eben halt so als übernationaler Makler jetzt aufgetreten ist und dieses Bündnissystem, wir gucken, sehen es jetzt hier, in Europa doch einigermaßen stabil ist, nicht? Zunächst fällt auf, dass wir wieder eine deutsch-österreichische Phalanx bekommen. Das war ja nun nicht unbedingt zu erwarten nach 1866, aber die Bindung zwischen den Staaten hatte natürlich jetzt etwas im Sinne von Stabilitätsstiftendes mit Italien zusammen, der vielleicht verwandtschaftlichen Bindung Großbritanniens, der Rolle, die Großbritannien auf dem Balkan spielen möchte, haben wir hier eine relativ stabile Situation. Das wird aber, wie gesagt, daran liegen, dass die Briten und die Franzosen auch eine sehr lange Dualismusgeschichte hinter sich haben und durch die verwandtschaftlichen Bindungen hier nun vielleicht eine Phalanx entsteht, Deutsches Reich Großbritannien. Und ganz wichtig für die Deutschen war, das liegt jetzt einfach an der strategischen Lage, immer die Rückversicherung zu Russland, dass es hier keine Auseinandersetzung geben wird. Nicht? Dieser Rückversicherungsvertrag 1887 war ganz wichtig dafür, dass Deutschland eben nicht, wie wir das später im Ersten Weltkrieg haben, eine sogenannte strategisch, also selbstmörderische Zwei-Fronten-Lage bekommen. Wir haben eine ganze Reihe von Bündnissen. Man kann das hier lesen, da könnt ihr auch nochmal in die Lehrbücher reingucken. Drei-Kaiser-Bund, also Deutschland, Österreich, Ungarn, Russland. Zwei-Bund mit Österreich, Drei-Bund mit Italien dann und so weiter. Dieses Bündnissystem führt dazu, dass diese, vielleicht ist das hier auch schön gemacht in der Karte, die Stabilität einigermaßen gesichert ist. Weil wir natürlich
Verständlicherweise, nicht? Wir sehen es jetzt an Frankreich, die in Außenpolitik, Kolonialpolitik ausweichen und ihren Stellenwert so in der Nordafrika-Politik sehen. Und wir sehen es eben auch in einer instabilen Situation auf dem Balkan, beispielsweise im Osmanischen Reich, im Verhältnis zwischen den Russen und dem Balkan. Da scheint dieses Bündnis hier unter Bismarck dann doch relativ stabil zu sein. Wie gesagt, mit der Bemerkung, solange es hält, nicht? Die Russen haben Vorstellungen, die dem entgegensprechen. Also wir sehen hier das Wort Panslawismus. Die würden gerne eine größere Rolle, also auch in Osteuropa spielen. So sehen sich vielleicht selber als Führungsmacht der Slawen. Das Gleiche haben aber meinetwegen zum Beispiel auch die Serben, die sich selber, also als Großserbien sehen, die Bulgaren, die Griechen, das Osmanische Reich insgesamt selber, also staatlich betrachtet ja immer noch Herrschaftsmacht für die jugoslawischen Staaten, also, oder südslawischen Staaten selber sind. Und in diesem Machtgefüge, wie gesagt, kann man dieses System der Bismarckschen Bündnisse erstmal loben. Nicht? Das ist so die wichtigste Aussage dabei. Jetzt gab es mal, und da würde ich jetzt lügen, wenn mir das Datum noch einfällt, eine Fernsehsendung in Deutschland, so eine Reihe von Sendungen, wo die Frage gestellt wurde, wer ist denn eigentlich der größte Deutsche? Damit meinen die jetzt nicht Körperhöhe, also dann ist ich Dirk Nowitzki möglicherweise oder andere, sondern der größte, bedeutsamste, wichtigste Mann, den wir in Deutschland haben. Ich würde sagen, Ende der 90er Jahre, aber ich weiß es nicht ganz genau. Und da stand also die gesamte Armada von Persönlichkeiten tatsächlich zur Auswahl und da wurde auch historisch ordentlich argumentiert und so weiter, also Karl Marx und Adenauer und Kohl und so weiter und so fort. Und in dieser ganzen Phalanx von Persönlichkeiten war am Ende, und zwar mit Helmut Marquardt, ich weiß nicht, ob der euch irgendwie noch was sagt, das ist Chefredakteur vom Focus, entweder gewesen oder immer noch. Der war also der Verfechter, Bismarck wäre also nun die Persönlichkeit, die in Deutschland das größte Renommee hat und das sozusagen die größte Wirkung hinterlassen hat. Und das ist eine Frage, die sich lohnt, tatsächlich mal zu durchdenken. Das wäre also tatsächlich jetzt mal ein Essay wert, sich mit der Frage auseinanderzusetzen. Denn bei Bismarck, wir haben ja jetzt gerade schon gehört, spielen ja ein paar Dinge tatsächlich eine Rolle. Nämlich, die Beschlüsse der heutigen Zeit sind also nicht durch Majoritäts Entscheidungen herbeizuführen, sondern durch Eisen und Blut. Also nicht Demokratie, sondern Krieg. Und das finden jetzt die Deutschen, also Ende der 90er Jahre, als Indiz, naja, das ist also egal, ob der Antidemokrat ist oder nicht, aber er ist der größte Deutsche. Zuckerbrot und Peitsche, nicht? Also wir arbeiten mit Repression und bringen eine Reihe von staatlichen Leckerlis in die deutsche Politik ein und dann wird man halt der Größte. Vielleicht Außenpolitik, nicht? Also eine sehr widersprüchliche Figur, die es Ende der 90er Jahre im Ranking der größten Deutschen halt schafft, auf Platz 1 zu kommen. Nicht, das ist natürlich jetzt keine wissenschaftliche Abhandlung in irgendeiner Form, aber es lohnt sich zumindest mal darüber nachzudenken, welche Rolle der Bismarck damals gespielt hat, wie wir ihn heute bewerten und ob der jetzt gemessen an allen Persönlichkeiten, die da jetzt noch nachkommen, nicht Adenauer, Willy Brandt, der Kanzler der Einheit, Helmut Kohl beispielsweise, Dieter Bohlen, ob wir den Bismarck da auf diesen Sockel setzen wollen, nicht? Das ist jetzt hier aber nicht meine Aufgabe, aber das wäre etwas für euch, worüber man am Ende mal nachdenken kann. Das wären sozusagen, wenn wir ein Essay machen, mal dieser, naja, das wäre der Kanal, in dem wir entlang denken. Und ohne dass ich diese Übersichten euch jetzt hier nochmal im Einzelnen auseinanderklamüsern will, verweise ich nochmal auf den Stellenwert des Kaiserreiches im Industrialisierungsprozess. Nicht? Hier wird es gegründet. Nicht? Wir sehen hier.
hier an der Stelle, dass hier ganz wichtige Entscheidungen getroffen werden innerhalb des Wirtschaftsprozesses. Also ökonomisch betrachtet startet das Kaiserreich mit einem Hype, nicht? Und in diesem Hype wird dann tatsächlich eine wirtschaftliche Entwicklung passieren, die dieses Kaiserreich unter Umständen am Ende seiner Geschichte in eine Abhängigkeit des Staates von der Wirtschaft bringt, die am Ende vielleicht verantwortlich ist, auch für die Entstehung des Krieges, nicht? Das müssen wir uns natürlich extra nochmal angucken. Aber die Tatsache, also jetzt wirklich nur mal ganz kurz, dass dieser wirtschaftliche Hype eben nicht hält, sondern zum einen das Eingreifen des Staates erfordert, zum anderen die Unternehmen dazu bringt, das Kapital zu konzentrieren. Nicht? Dass gigantische große Konzerne bis hin eben zu Monopolen entsteht. Wir sagen heute Unternehmen too big to fail, also zu groß, um sie fallen zu lassen, also in marktwirtschaftlichen Prozess, also große Banken, große Industriebetriebe, möglicherweise die gesamte preußische Großagrarlandwirtschaft, die so groß ist, dass im Falle ihrer Pleite der Staat in so große soziale und ökonomische Schwierigkeiten gerät, wird dazu führen, dass dieses Kaiserreich ein Kaiserreich ist, das ökonomisch von wenigen großen Unternehmen abhängig ist. Also vielleicht ist das ein Grund, warum dieser Staat am Ende Entscheidungen trifft, wie 1914 sich in so ein großes militärisches Abenteuer einzulassen, mitnichten die einzige Begründung, aber eben möglicherweise eine. Gucken wir uns mal kurz eine resultierende an, wenn es um Demokratie und Liberalisierung geht. Das mache ich jetzt hier tatsächlich ganz schnell. Nicht? Reichsdeputationshauptschluss. Hier sehen wir Dinge, wo wir sagen, naja, das ist also eher ein Zeugnis dafür, dass das wenig Demokratie und Liberalisierung gibt. Aber Befreiungskriege 1813 vielleicht so ein erstes Signal. Wiener Kongress, das Gegenteil davon, das Wartburgfest wieder ein Zeichen, ja, die Deutschen wollen Erneuerung, die Karlsbader Beschlüsse wieder das Gegenteil davon, Vereinsgründung, Biedermeier, Hambacher Fest 32, der Weberaufstand, echt Auswanderung, Kriminalität, Alkoholismus, die Niederschlagung der Revolution, die Unzufriedenheit mit der politischen Situation in Deutschland, nicht? Also Depression, nicht? Die Revolution, der erste Versuch, das selber in die Hand zu nehmen. Die Revolution wird niedergeschlagen. Verfassung wird gegeben, aber nicht selber erreicht. Aufrüstung, Einigungskriege, Gewerkschaften, Parteien dann. Reichseinigung, SPD gegründet. Wichtigste Partei, Grundrechtskatalog haben wir, Sozialistengesetz ist wieder der Dämpfer. Bündnispolitik wäre wieder das Gegenteil, nämlich Stabilisierung des nicht fortschrittlichen Systems, Sozialgesetzgebung, Imperialismus am Ende, nicht? Wir haben einen, das war jetzt meine Botschaft, einen ständigen Wechsel von Fortschritt und Tradition, nicht? Das, was Wähler beschreibt, dieses eigentümliche Spannungsverhältnis zwischen Tradition und Moderne. Das geht in einem ständigen Auf und Ab durch das 19. Jahrhundert, an dessen Finale eben das Kaiserreich steht. Auch da endet es nicht. Und Restauration und Anpassung geben sich sozusagen die Klinke in die Hand mit Modernisierung über Demokratisierung oder Liberalisierungsprozesse. Das ist total krass. Und wäre also eine Begründung, wenn wir halt in die wählersche Richtung mit dem deutschen Sonderweg gehen. Im Nationalismus sieht es ähnlich aus. Ich blende jetzt hier wirklich mal nur die resultierende ein. Wir haben Situationen, da ist der total gehemmt. Manchmal ist er übertrieben, manchmal wird er gefördert, nicht? Nur mal die Jahreszahlen, nicht? Die Ereignisse kennt ihr inzwischen selber. Das sind die gleichen, wie ich sie habe, nicht? Und das die resultierende ist, dass von einem gehemmten Nationalismus, der hier am Anfang des Reiches, vielleicht 15, 13, Völkerschlacht bei Leipzig,
1819 durch die Karlsbader Beschlüsse einen absoluten Dämpfer bekommt, nicht? Bis hin zu diesem pervertierten, also schon chauvinistischen Nationalismus mutiert, den wir 1914 haben. Das war das, was ich vorhin schon mal erläutern wollte in Bezug auf den Entwicklungsprozess von Nationalismus. Diese ganzen Schaubilder, die könnt ihr euch runterladen, beziehungsweise die kann ich euch auch schicken, so dass wir hoffentlich, wenn wir jetzt sozusagen mal so eine Mindmap nochmal sehen über das Kaiserreich, dieses Schaubild tatsächlich am Ende verstehen, wie ordnet es sich ein? Und das wäre etwas, zu dem ich euch bitte, eigene Aussagen aufzustellen, eigene Thesen aufzustellen, die Argumentation, also in der Metaebene 1 wenigstens zu finden. Wie lässt sich begründen, dass die Aussagen dieses Schaubildes hier entstanden sind? Da wird uns sicherlich das schon reichen, was wir in der Vorlesung gehört haben, aber es geht eben darum, diese drei großen Prozesse, Nationalismus, Imperialismus, Militarismus, zu deuten, weil diese Prozesse ja im Allgemeinen als Ursache für die Entstehung des Ersten Weltkriegs gelten und die Aufgabe für euch besteht jetzt darin, zu diesen Gedanken, die wir hier auf der Mindmap haben, eigene Thesen zu formulieren. Dafür wünsche ich viel Erfolg und wir werden sehen, ob das alles jetzt hier Früchte getragen hat. Ende der Präsentation und dann